Okay, was reimt sich auf in den Schlafwein? Richtig, keine PS5 besitzen und PSVR 2 wurde heute präsentiert. RIP my life. Für alle, die dennoch eine abgreifen konnten, hier eine sehr erfreuliche Nachricht, denn die PSVR 2 sieht sehr, sehr gut auf Papier aus. Schlechte Nachricht ist, ich bin mir sicher, Scalper werden uns wieder absolut hops nehmen, was es angeht und ich hoffe, jeder Meter, der von ihnen beschritten wird, ist ausgekleidet mit kiloweise scharfkantiger Lego-Steine. Außerdem kommt ein weiteres Horizon-Spiel, Call of the Mountain heißt es und wer hätte es gedacht, es kommt für die VR, dazu aber gleich mehr. Jedenfalls gibt die VR-Brille echt was her, darunter ein 110 Grad Sichtfeld und Eye-Tracking. Eye-Tracking finde ich gut tatsächlich, ich hoffe, das macht die VR-Erfahrung noch smoother, vielleicht ist dann auch diese Motion Sickness, die bei vielen auftritt, endlich kein Ding mehr. Außerdem hat es eine 4K OLED-Display und eine 2000x2040er Auflösung pro Auge und bis zu 120 Hertz Bildwiederholungsrate. Die Technik heutzutage, ne? Echt verrückt. Außerdem war ja klar, dass das Ding die gleiche Technik benutzt wie die PS5 DualSense Controller, nur heißt es hier PSVR 2 Sense Controller. Die Dinger haben einen Lithium-Akku und alles zusammen soll es insgesamt nur so ein Kabel benötigen, was an die Konsole über USB-C angeschlossen wird. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass das Headset dir durch Vibration Feedback geben kann? Ohne Scheiß, ne? Ich bin so gespannt auf die ersten Berichte, weil irgendjemand in den USA eine Gehirnerschütterung vortäuscht und Sony verklagen möchte und... Ah, es wird Gold. Ich hoffe auf jeden Fall vom tiefsten Herzen, dass das Ding irgendwann rückwärtskompatibel wird und PS4-Spieler es auch ebenfalls benutzen können. Jedenfalls kommt ansonsten Horizon Call of the Mountain. Scheinbar hat Guerrilla Games nebenbei an einem weiteren Horizon-Titel gearbeitet. Weiß ja nicht. Horizon in First Person? Keine Ahnung. Bin gespannt, wie das rein movement-technisch wird. Jedenfalls hat in der gleichen Präsentation, oh mein Gott, ich hoffe, ich spreche richtig auch, Jan Bart von Beek, ein Studiodirektor von Guerrilla Games, kurz Horizon VR vorgestellt. Ja, haben wir nebenbei gemacht, ne? Außerdem wird Horizon noch mehr in der Zukunft bieten. Kurzum wird auch nicht der letzte Teil gewesen sein, so zumindest eine Aussage. Der Trailer war recht kurz, ich spiele ihn jetzt einfach mal ab. There. What's that Tarnak doing? It's heading towards Storm's grasp. It's headed towards us! Witzig eigentlich, ne? Ich meine, wir spielen ganz sicher wieder Aloy, reiner Stimme nach zu urteilen und sie panikt wegen dem Tornack. Weißt du nicht mehr, was wir durchgemacht haben, Kind? Mach da jetzt eine Judo-Rolle hoch und offenbare mir die verdammte Map. Sorry, kurz abgewichen. Konkrete Release-Termine und vor allem Preis gab es leider noch nicht, aber ich denke mal, wir hören mehr Richtung E3 dieses Jahres. Ansonsten habe ich ein Review zu Horizon Forbidden West geplant, also falls ihr wissen wollt, ob es auf Last Gen Kacke läuft, dann könntet ihr muskulösen Menschen mit unfassbarem Zeigefinger-Bizeps diesen Channel abonnieren, falls ihr auf dem Laufenden bleiben wollt zu News, Reviews, Previews zu kommenden Spielen. Würde mich auf jeden Fall freuen, euch wiederzusehen und ich wünsche euch noch ansonsten einen unfassbar schönen Tag und hoffentlich bis bald.